Nix ho. Du sollst da hinreiten. Glaubst du, Odysseus musste sich um seinen Vater kümmern? Wenn ich will, dass man sich an mich erinnert, kann ich nicht ewig hierbleiben. Steht, Kassandra. Ich hab dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Kein Wunder, dass du verstimmt bist. Du würdest gern die Welt erkunden, stattdessen sitzt du hier fest. Endlich versteht das jemand. Wenn es dir nicht gefällt, tu etwas dagegen. Nicht bevor es meinem Vater besser geht. Ich muss ein paar Dinge für ihn besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen? Ja, kein Thema. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land dir, oder? Ja, aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm und nach ihm benannt. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Ja, kein Thema. Ich muss nur wissen, wo ich jetzt hin muss. Ach so, hier unten die drei Sachen. Ja, okay. Gut, dann verfolgen wir die mal. Mit dem mir eigentlich anzeigen sollte, wo das ist. Ach so, da hinten, okay. Ist mein Pferd noch da? Du mein Pferd, ja, ne? Wusste ich doch. Dieses alte, schmuddelige Pferdchen, das gehört mir. Entschuldigung. Wieso soll ich Ikarus rufen? Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Okay. Mit Wölfen. Na gut. Tut mir leid, Schätzchen. Wo sind die anderen jetzt hin? Mann, da oben. Und da. Ach, kaufen muss ich die Mixtur auch noch. Okay. Halt, stopp. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Wenn du ruhig stehen bleibst, kann ich um dich rumreiten. Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Sag es deinen Freunden, deiner Familie, die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Okay, das heißt dann wohl, dass ich Kopfgeld bekommen könnte, nehme ich mal an.
Naja, komm, wir haben ja Geld genug. Hier, nimm es. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. So, das, was man nehmen kann, ist auf der anderen Seite. Los! Verzeihung, aus dem Weg. Ich muss hier durch. Geh doch einfach, anstatt dumm rumzustehen. Pass doch selber auf, wo du hinläufst. Deine Augen im Kopf, oder was? Tja. Weg da, ich hab's eilig. Boah. Was soll das? Ach, falsche Taste. Ja, okay. Verstehe. Des Anführers von Megaris. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. Ja, das denke ich auch. Ach, das war wahrscheinlich Gift, was ich eben hatte. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Bios emepentesi. Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Niemand darf diesem Gesicht etwas antun. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Da bin ich mir nicht so sicher, aber vielleicht kannst du mich umstimmen. Würde ich, aber diese Neuigkeit belastet mich. Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Nett. Was, töte Odessa? Hallo? Ach so, das ist die Notiz. Okay, ich wollte gerade schon sagen. So, wir haben jetzt ein paar neue Sachen bekommen. Die schauen wir uns auch direkt nochmal kurz an. Für den Kopf haben wir auch was Neues. Ach so, erst ab Level 9. Okay, haben wir noch nicht. Da würde der Attentäter schaden. Wesentlich runtergehen, aber die Rüstung würde hochgehen. Ja, da geht der Kriegerschaden auch ein bisschen hoch. Aber bei beiden wird halt Attentäterschaden runtergehen, was ich persönlich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Ich lasse es drin und überlege mir das noch. So, den Bogen. Wir haben einen Bogen Level 8. Der ist auf jeden Fall besser. Und der... Wieso geht durch den der Attentäterschaden runter? Gut, wir nehmen auf jeden Fall erstmal den hier. Der verbessert nur unsere Werte. Und da haben wir noch was bekommen. Da würde grundsätzlich der Kriegerschaden hochgehen. Nichts runter. Ja, dann nehmen wir das doch. Und wenn wir dann Stufe 9 erreicht haben, boah, geht sogar beides hoch. Das ist ja geil, okay. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer.
Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Solange deine Suche nach Ruhm niemals endet, wird man sich an dich erinnern. Vielleicht kommt dein Name auch in den Liedern vor, die sie über mich schreiben werden. Wenn du die Wahrheit finden willst, brauchen wir eine Spur. Was ist mit dem Brief? Vom Anführer von Megaris. Er plant irgendetwas. Wenn es Beweise gibt, dass er hinter dir her ist, dann bei ihm zu Hause. Ich könnte nachsehen. Das würdest du für mich tun? Nein, würde ich nicht. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. Wieso habe ich jetzt Kopfgeld? Fällt mir gerade auf. Oder war das jetzt, weil ich das Huhn getötet hatte? Töten eines Tieres. Ernsthaft jetzt, Leute? Ja, komm, das Kopfgeld bezahlen wir mal eben schnell. Es sind ja nur 5. Muss ich jetzt aber trotzdem nicht verstehen. Das blöde Tier ist auf mich zugerannt, weil es mich angegriffen hat. Sollte ich mich da nicht wehren oder was? Ich glaube, es hackt. So, ja, ich weiß aber jetzt gerade so gar nicht, wo ich hin soll. Oder ist das die verschwundene Karte? Nee, das ist es nicht. Proviantkontrolle. Ah, da ist das Haus des Anführers. Okay. Ja, mittlerweile ist nämlich so viel offen, dass ich dann schon gerne wissen würde, wo ich hin muss. Komm, mein treues, komisch aussehendes Haus. Ich muss zum Haus des Anführers und rausfinden, was los ist. Machen wir. Kein Thema. Autsch. Ist der schneller oder bin ich schneller? Okay, er ist schneller. Aber er kommt nicht zu den Menschen rein. Feigling. Was motzt ihr denn alle hier rum? Geht mir aus dem Weg hier. Entschuldigung. Macht ihr das immer so, wenn jemand von den Söldnern oder von der Armee hier vorbeikommt? Geht doch mal aus dem Weg hier. Die Götter haben kein Erbarmen mit Leuten, die sich anderen in den Weg stellen. Das ist schön. Du hast Angst vor meinem Ross. Vielleicht sollte ich mit dem hier reingehen. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Okay. Ich wollte da jetzt eigentlich nicht so reinstürmen. Ich habe gedacht, dass die friedlich zu mir wären. Das war dann wohl eher nichts. Oh, scheiße. Ihr könnt mich mal... Ja, ihr jetzt auch noch, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Nee. Ich müsste euch ja jetzt nicht alle hier töten. Die wollen mich doch veräppeln. Oh, wir haben was Neues entdeckt. Komm mal mit, Wölfchen. Wir müssen nach hinten kämpfen. Wo ist der Wolf? Das ist ja schön, dass du nicht verlierst. Aber ich wollte ja gar nicht mit dir kämpfen. Lass mich doch mal in Ruhe, Mann. Ich wollte doch nur in Frieden da hinten rein und ein paar Leute abmetzeln und...
ehrlich, ey, wird man hier noch bei seiner Arbeit gestört? Hier wird irgendwo Essen gekocht. Ja. Ich wollte gerade sagen, das riecht man, aber ich rieche es eher nicht. Ist das wichtig, dass die Essen kochen, oder? Was ist denn das? Warum ist denn das so wichtig hier? Hallo? Warum soll ich Ikarus denn aussenden? Hm, kann ich nicht verstehen. Naja, egal. So, also wir wissen, dass die uns jetzt nicht so freundlich besinnt sind. Das wusste ich leider vorher nicht. Aber wir schauen jetzt mal. Oh, da sind zwei Kopfgeldjäger. Drei Kopfgeldjäger, oder? Das ist ja hier diese Festung, glaube ich, gewesen. Oh, fuck, alles Level 10er. Doch, das war aber auf jeden Fall... Ich bin auf jeden Fall hier reingeritten. So, das weiß ich nicht, was das ist. Das sind wahrscheinlich die Beweise, die lilanen Sachen, oder? Mein Gott, so viele Level 10er Anführer, das ist aber nicht gut. Ich meine, wenn ich gegen die alleine kämpfe, ist es okay. Aber wenn die natürlich jetzt alle in so einer Schar auf mich zukommen, das ist nicht so günstig. Okay. Da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Ah. Stern 2. Wenn ich jetzt schieße, kommen sie hier hoch. Hier werden sie besonders wachsam sein. Das sehe ich mir mal an. Jetzt geht der Idiot doch noch völlig in die falsche Richtung. Ach, das eine ist auch noch ein Schild. Für den Finder. Sicher doch. Darf nicht hier sein. Für die Götter! Sehr schön. Er hat ihn getroffen. Sie hat ihn getroffen. Das ist gut. Hallo. Dreh dich mal.
Okay. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das jetzt am besten? Weil die soll mich ja auch nicht sehen. Hallo, geh da hoch. Scheint niemand zu interessieren, dass es hier brennt. Moment, da unten ist ein Dokument, das ist wahrscheinlich der Beweis, aber das scheint ein Ziviler zu sein, das sind auch Zivile. Da unten sind Level 8er. Okay. Der stellt sich jetzt natürlich genau dahin, wo er nicht stehen soll. Na, geh hoch. Los. War das? Habe ich jetzt jemand gesehen? Schlimmster Albtraum. Oh, was war denn das jetzt? Wieso kann ich den nicht hinterrücks angreifen? Ups, das war die falsche Taste zum Stürmen.
Brief erwähnt Odessas Anwesen und dass sie es unbedingt haben wollen. Ja! Mit allen Red nicht so lange, Mensch! Ich glaube, Takt. So, Moment, hier ist noch was. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen. Mhm. Ja, was die nicht sehen. Die Frage ist nur, wo sind jetzt die restlichen Beweise? Da ist noch ein Beweis. Ist wahrscheinlich im gegenüberliegenden Haus. Nee, oben. Hä? Wieso denn jetzt oben? Oben war ich doch schon. Kann ich da rein? Ne, das ist direkt hier oben, okay. Ne, das ist ein Rätsel, okay. Ich muss hier aber eigentlich... finde Hinweise... Ah, ich muss noch mehr Hinweise eigentlich finden. Also da ist eigentlich was, na, zum Niederbrennen. Da hinten, da müsste noch ein Schatz sein. Oh Mann. Viele Gegner sind hier aber nicht mehr. Der Rest sind Zivilisten. Ja. Also ich habe ja noch zwei Sachen, die ich quasi... Ja, die ich niederbrennen muss. Ne, drei Sachen sind es eigentlich. Und das ist der Schatz. Okay. Guck ich mal, dass ich da als erstes hingehe. Der ist unten drin. Ne? Du hast mich nicht gesehen. So, dann da hinten ist noch was zum Abbrennen. Mann. Ach, da komme ich nicht hoch. Ah, okay. Nee, hä? Da
Das ist gar nichts zum Abfackeln. Ah, hier sind noch mal Beweise, sehr schön. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu? Okay, gut, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. Aber für diesen Bereich fehlt uns natürlich noch was. Dazu müsste ich eigentlich runter. Habt ihr das jetzt schon? Okay. Oh, wo kommen dann jetzt auf einmal die ganzen Wachen her? Genau. Nein, wieso ist der jetzt wieder umgeschaltet? Sehr gut. Damit haben wir dann das, oh, das Haus des Anführers auch gemacht. Entschuldigung. Und können dann erstmal... Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Hier raus. Ich sollte zurück zu Odessa. Ich liebe es wirklich hier so, diese Strecken zu laufen, wo ich über die Dächer drüber springen kann und alles. Und ich glaube, manchmal ist das auch gar nicht so schlecht. Sind die mir jetzt freundlich oder feindlich gesonnen hier? Ich weiß es nicht. Ich bin mal lieber vorsichtig. Moment. Mit dem kann man sprechen, aber es ist nur eine Zeitaufgabe, so wie es aussieht. Geh drauf. Ella. Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat. Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Naja, wie man es nimmt, ne? Ich weiß noch nicht, ob sie gut sind oder nicht. Ich habe zwei Beweise dafür gefunden, dass sie hinter dir her sind. Gut! Und warum sind sie es? Einmal wegen des Vermögens deiner Familie und einmal wegen einer arrangierten Ehe. Das reicht, um zu beweisen, dass ich das Opfer bin. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre? Naja, ich weiß es nicht. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Du
Die hatte aber Sprüche drauf. Keine Angst, das wirst du bald. Ich fürchte, ich verschwende hier noch mein ganzes Leben. In kurzer Zeit kann sehr viel passieren. Glaub mir das. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön? Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Ja, cool. Und da steht er auch schon wieder. Und wir sollen im Inventar nachschauen. Das werden wir auch direkt mal tun. So, da geht der Kriegerschaden ein bisschen runter. Dafür geht die Rüstung ein bisschen höher. Aber mir, ja, ich brauche eigentlich mehr den Schaden, ne? Okay, beim nächsten würde jetzt die Rüstung sehr viel höher gehen. Das nächste könnte ich noch machen. Aber das kann ich jetzt auf der Stufe noch nicht. Und mit dem Bogen, ach, das ist alles Stufe 9, schade. Habe ich hier bei allen Attentäterschaden Nachteile. Das ist natürlich doof. Kann ich die Sachen auch nicht gebrauchen. Attentäter Dolch, okay. Achso, das ist ab Level 10, sehe ich gerade. Ja gut, dann kann ich die Sachen alle noch nicht gebrauchen. Oh, was war das gerade? Halt, stopp. Was stand da? Oh nein, ich habe es aus Versehen weggemacht. So ein Mist. Okay, ich würde jetzt mal sagen, da wir das Ganze jetzt so toll beendet haben, werden wir hier mal eine kleine Pause machen und werden uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.